Der YouTuber B-Sven will sein Versprechen nicht einlösen, das er Toll Kommando Uwe und dem menschlich gebliebenen Stasi-Offizier gegeben hat. B-Sven sammelt jetzt Spenden für eine angebliche Zugfahrkarte nach Erlangen. Er hat außerdem angekündigt, seinen Alkoholkonsum runter zu dosieren. Diese Aussage von Micha ist mit Sicherheit nur ein Lippenbekenntnis, das er nie wirklich erfüllen möchte. Nach meinen Einschätzungen ist sein Alkoholkonsum auf einem höheren Stand als vor dem Entzug. Das ist aber zugegebenermaßen schwierig zu beurteilen, da er kaum Infos über seinen Alkoholkonsum herausgibt. Bitte spendet Micha kein Geld, er wird das wahrscheinlich nur versaufen. Falls ihr ihm schon etwas gespendet habt, dann zieht es schnellstmöglich zurück. Leider hat mich Micha dieses Mal ernsthaft enttäuscht, da ich echt den Eindruck hatte, Micha meint es ernst. Für Micha gibt es nur zwei Möglichkeiten für einen richtigen Entzug: entweder in der Forensik einsperren oder die Möglichkeit, wo ich bevorzugen würde, in einem Stasi-Gefängnis einsperren, wo er keine Möglichkeit hat, an Alkohol zu kommen, aber leider gibt es sowas nicht mehr. Morgen.